Karl Brandenburger. Plantenhof Zeus Palma ist Europameister. Was bedeutet dir das? Das bedeutet vor allem eine riesen Ehre für das Team vom Plantenhof, für unsere Leute im Stall, für die gesamte Unterstützung, die wir haben können und für mich persönlich einen wunderschönen Abschluss in meiner Karriere. Hast du heute über den Tag schon ein bisschen damit gerechnet oder hast du das Gefühl, dass andere Küstungen im Vordergrund? Ich habe ein paar andere gedacht, könnten es sein, aber wo wir dann in der Abteilung gewonnen haben, da habe ich eigentlich immer gehofft und es ist Schritt um Schritt weitergegangen und für uns ein riesen Erfolg, wo ich auch dem Kasper Freuler sehr dankbar bin. Es interessiert mich noch ein bisschen, was die Palma für eine Kuh ist. Wie ist die im Stall? Ist das eine Pflegeleichte oder ist das, hat die Familienanschluss? Palma ist eigentlich ganz eine pflegeleichte Kuh. Und auch wenn man an Ausstellungen ist, hat sie sich immer sofort an die Situation angewöhnt. Und wenn sie in den Ring gekommen ist, hat man fast das Gefühl gehabt, sie hat eine riesige Freude, dass sie hier für den Plantenhof grosse Ehre einlegen darf. Vielleicht jetzt noch eine Frage genetisch. Sie ist eine Zeus-Tochter. Was steckt sonst noch weiter hinten dran? Mit deinem Mann, du bist ja dort auch so ein bisschen der Züchter, ist mit dem Kasper Freuler zusammen seit Jahr und Tag dran. Was sind da für Vorfahren dran? Die Mutter ist ja die Collection, die dann nach Deutschland verkauft wurde und auch in Deutschland Erfolg hatte. Und da sieht man schon, dass ein bisschen etwas drin liegt. Und dann weiter zurück, was ist noch hinten dran? Das kann dir jetzt nichts. Ja. Also, Karl Brandenburger, du willst es machen heute Abend, du willst noch feiern? Ja, heute wird natürlich gefestet und weil ich mit dem Bus da bin, muss ich auch nicht Angst haben, dass ich müsste blasen. Fahrt ihr heute Abend noch zurück, oder? Nein, wir gehen erst morgen. Ja. Also, besten Dank.